Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Zugang zu euren spirituellen Gaben und Fähigkeiten. Der andromedanische Rat des Lichts, gechannelt durch Daniel Scranton, am 24. März 2024, übersetzt von Wolfgang. Wir sind der andromedanische Rat des Lichts und wir freuen uns sehr, mit euch in Verbindung zu treten. Euch geht es wunderbar, ganz gleich, wo ihr euch gerade auf dem Planeten befindet, ganz gleich, wie es euch in eurem Leben zu gehen scheint. Ihr lebt ein Leben, das einen Sinn und einen Wert hat. Und dieser Wert kann von anderen nicht immer quantifiziert oder gar anerkannt werden. Deshalb müsst ihr in der Lage und bereit sein, euch selbst anzuerkennen. Ihr habt noch so viele Gaben in euch, die es zu entdecken gilt. Und wenn ihr jemanden seht, der eine Gabe hat, die ihr noch nicht habt, müsst ihr erkennen, dass er in eurem Leben oder in eurem Bewusstsein ist, um euch zu inspirieren und euch zu zeigen, was möglich ist. Spirituelle Gaben und Fähigkeiten brauchen Zeit, um sich zu entfalten. Sie können an die Oberfläche sprudeln, aber es kann viel länger dauern, als es euch lieb ist, bis sie an die Oberfläche kommen. Ihr seid euch eurer Wünsche bewusst und ihr seid euch auch der Zeit bewusst. Und dieses Zeitbewusstsein kann manchmal ein Hindernis für euch sein, denn ihr habt euren Zeitrahmen, in dem ihr denkt, dass es angemessen ist, einen Wunsch in eurer Realität zu manifestieren. Deshalb müsst ihr darauf vertrauen und glauben, dass alles, was ihr in eurem Leben erfahren wollt, zu euch kommen wird. Und das gilt besonders für geistige Gaben und Fähigkeiten. Es gibt so viel mehr in euch, als ihr euch überhaupt vorstellen könnt, und ihr müsst euch nicht anstrengen, um an diese Gaben und Fähigkeiten heranzukommen, damit sie für euch an die Oberfläche kommen. Aber in Wirklichkeit ist das Gegenteil der Fall. Ihr müsst euch entspannen und ihnen erlauben, an die Oberfläche zu kommen. Oft bedeutet das, dass ihr einfach ihr selbst seid und euch selbst treu bleibt. Dazu gehört, dass ihr ein Leben voller Freude und Freiheit lebt. Wir möchten euch auch davor warnen, zu glauben, dass euer Leben erst dann richtig beginnt, wenn ihr mindestens eine eurer spirituellen Gaben nutzt, denn das stimmt nicht. Ihr könnt schon jetzt ein erfülltes und befriedigendes Leben führen, egal wo ihr seid und was ihr tut, wenn ihr diese Entscheidung trefft. Ihr könnt euch selbst auf die Schulter klopfen, nur weil ihr da seid und ein Leben auf der Erde habt, oder ihr könnt euch selbst schlecht machen, mit dem Finger auf euch zeigen und euch fragen, warum sich all diese Gaben und Fähigkeiten noch nicht gezeigt haben, von denen ihr wisst und von denen euch andere gezeigt haben, dass sie möglich sind. Was fühlt sich für euch besser an? Ihr müsst euch diese Frage stellen, denn es ist eine wichtige Frage und sie wird immer eine wichtige Frage sein. Folgt dem Fluss der guten Gefühle, um mehr gute Gefühle in eurer Realität zu erleben. Aber wenn ihr darauf wartet, dass alle guten Dinge zuerst auftauchen, damit ihr ein freudiges Leben führen könnt, dann geht ihr es genau andersherum an. Denkt an ein Kind, das Spaß daran hat, mit einem Stock, einer Kiste oder einem Stein zu spielen, und ihr werdet sehen, was in eurem Leben möglich ist. Ihr könnt genauso gut mit eurer Fähigkeit, bewusst zu atmen, zufrieden sein, wie mit einer spirituellen Gabe oder Fähigkeit, die ihr noch nicht besitzt.
Und wenn ihr von eurer Fähigkeit, die Augen zu schließen und einen bewussten Atemzug zu nehmen, fasziniert seid, werdet ihr sehen, wie viel ihr aus dieser einfachen Erfahrung herausholen könnt. Sie mag einfach sein, aber sie ist tiefgreifend und kann euer Leben verändern. Und je öfter ihr es tut, desto mehr werdet ihr entdecken, was für euch möglich ist. Kleine Schritte, einer nach dem anderen, führen zu einer viel größeren Reise und sie werden euch zu allem führen, was ihr wollt, wenn ihr darauf vertraut, dass ihr einfach nur weitermachen müsst. Wenn ihr aber glaubt, dass ihr riesige Sprünge machen müsst und dass es ein Riesensprung nach dem anderen sein muss, dann werdet ihr festsitzen und auf den ersten Riesensprung warten. Tut euch selbst einen Gefallen, wenn ihr mehr von euren spirituellen Gaben und Fähigkeiten abrufen wollt. Stimmt euch einfach auf das ein, was in eurem Herzen vor sich geht, und tut es oft und solange ihr könnt. Wir versprechen euch, dass alles, was ihr wollt, in diesem Raum enthalten ist, und wir wissen, dass jeder und jede von euch die Fähigkeit hat, sich darauf zu konzentrieren. Aber ihr müsst es euch erst einmal selbst beweisen. Wir sehen immer mehr Menschen, die dies tun, und wir sehen die Ergebnisse in ihrem Leben, und wir möchten, dass auch ihr, die ihr diese Botschaft von uns erhaltet, diese wunderbaren Ergebnisse erlebt. Wir sind der Andromedanische Rat des Lichts, und wir haben es genossen, euch auf diese Weise zu dienen. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich. Danke.